Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn ihr mit dem Pokémon Trading Card Game nichts am Hut habt, dann wird euch das Video höchstwahrscheinlich nicht interessieren. Um was geht es in diesem Video? Nachdem ich in diesem Spiel hunderte von Booster einzeln öffnen musste, hatte ich irgendwann keine Lust mehr dazu. Irgendwie hatte ich von einem Set etwa 800 Booster, die alle zu öffnen dauert eine halbe Ewigkeit. Ich kann es echt nicht verstehen, warum Pokémon nie eine Option angeboten hat, gleich alle Booster zu öffnen und danach zu filtern. Naja, deshalb habe ich jetzt einen Bot in Python geschrieben, den ich euch hier kurz zeigen möchte, wie ihr ihn verwenden könnt. Den Link zur Datei findet ihr in der Beschreibung. Was muss man nun tun? Zuerst müsst ihr euch ins Spiel einloggen und die Videoauflösung anpassen. Und zwar müsst ihr das Format 1280x720 auswählen. Danach wählt ihr bestaussehend aus und wählt im Fenster. Nun müsst ihr das Spiel verlassen. Das müsst ihr machen, da das Spiel manchmal Farbfehler hatte, wenn man das Spiel nicht vorher einmal geschlossen hat. Also schließt einfach das Spiel und startet es wieder. Loggt euch ein, wählt ein Set und öffnet ein Booster. Hier lasst ihr aber die verdeckten oder eine verdeckte Karte so, wie sie gerade ist. Nehmt nun den Bot. Wenn ihr auf Deutsch spielt, nehmt ihr den Bot mit Deutsch, ansonsten halt mit Englisch im Text. Wenn ihr den Bot ausgewählt habt, dauert es zwischen 15 bis 20 Sekunden, bis er startet, je nachdem, was ihr für einen Rechner habt. Ebenfalls habe ich am Anfang noch ein bisschen Wartezeit einprogrammiert, falls ihr vergessen haben solltet, einen Booster zu öffnen. Das Programm startet dann auch schon und positioniert euer Spielfenster. Das Programm erkennt die verdeckten Karten, dreht sie um und öffnet das weitere Booster. Ihr werdet mehrere Male in der Minute gefragt, ob ihr das Programm beenden möchtet. Wenn ihr das möchtet, drückt ihr hier einfach die Esc-Taste einmal. Das Programm wird innerhalb von 2 Sekunden beendet. Ansonsten würde das Programm so lange durchlaufen, bis alle Booster des Sets geöffnet wurden. Das Programm erkennt, wenn das letzte Booster geöffnet wurde und schließt dann automatisch. Das seht ihr hier, kurz gezeigt, achtet auf die Taskleiste, da seht ihr, dass das Programm dann automatisch beendet wird. Ebenfalls könnt ihr das Subset Celebrations damit öffnen, jedoch dauert es da ein bisschen länger, da der Bot lediglich auf 2 verdeckte Karten programmiert wurde und nicht auf 4. Aber der Bot funktioniert auch da. Solltet ihr irgendwelchen Fehlern begegnen, einfach melden und ich hoffe, ich kann es dann lösen. Das wär's mit diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten wieder.